So Leute, willkommen zurück zu Mario Party 10. Wir haben ja den Mario Party Modus mehr oder weniger abgeschlossen, wenn man das so sagen kann. Wir haben auf jeden Fall alle Spielplätze gesehen und jetzt geht es natürlich auch noch in den Bowser Party Modus. Hier können wir, wie ihr seht, mit bis zu 4 Mitspielern spielen, denn hier kann tatsächlich jemand die Rolle von Bowser übernehmen. Dazu nimmt er einfach das Gamepad in die Hand und spielt dann damit. Ich bin aber natürlich ein Teamplayer, also gehe ich zu Team Mario über und außerdem könnte ich das Gamepad nicht abfilmen, das heißt für euch ist die Batterieanzeige relativ schnell leer. Ne, für euch heißt das natürlich, dass ihr da nicht wirklich viel sehen würdet, von dem her ist es glaube ich besser, wenn ich bei Team Mario bleibe und Waluigi nehme. So, die Charaktere lassen wir einfach mal so, wie der Zufall es gewollt hat. Und stellen die Schwierigkeit erstmal auf schwer. Und dann fangen wir auch gleich mal an mit dem ersten Spielbrett. Ihr seht schon hier, es gibt etwas weniger Spielbretter auf. Oh! Ach ja, oh, stimmt, das Spiel ist ja offiziell erschienen. Deswegen gibt es jetzt auch Miiverse-Beiträge hier zu lesen. Die anderen Parts habe ich alle aufgenommen, bevor das Spiel erschienen ist. Und jetzt haben auch andere das Vergnügen, das Spiel zu spielen. Okay. Gut, hier im Bowser Party Modus geht es ein bisschen anders voran. Hier bekommt man am Anfang erstmal 6 Herzen und der größte Unterschied ist halt, dass man im Kart oder im Gefährt nicht gegeneinander spielt, sondern gemeinsam gegen Bowser. So, fangen wir mal an. Das Wichtigste vorweg, rette meinen Freund in der Festung, um deine Herzen zu erhöhen. Okay, geht klar. Das heißt, erstes Ziel ist die Festung. Und dazu würfeln wir mal am besten eine hohe Zahl, denn wir müssen hier... Oh, eine 3. Eine 3 ist nicht ganz so gut, aber vielleicht bekomme ich einen guten Spezialwürfel. Komm, hier. Nein, verdammt Axt. Wir müssen hier vor Bowser fliehen im Prinzip, denn jeder von uns würfelt erst einmal. Das heißt, erstmal ich, dann Luigi, dann Toadette, dann Rosalina und am Ende würfelt Bowser noch einmal. Und wenn er uns... Na Mann, wir haben echt Pech. Das wäre fast eine 6 geworden, aber nochmal ein Spezialwürfel. Gut, vielleicht bekommen wir diesmal was Besseres. Ja, tatsächlich was Besseres haben wir bekommen. Und 5 Felder mit 2 Würfeln ist nicht sonderlich gut, kann ich euch sagen. Ich habe den Modus bereits ein paar Mal gespielt. Ich habe bis jetzt eigentlich immer verloren, muss ich sagen. Also ich habe es nie geschafft, Bowser zu besiegen. Außer als ich mit menschlichen Mitspielern gespielt habe, da habe ich tatsächlich auch gewonnen. Aber jetzt spiele ich ja alleine, von dem her werden wir mal schauen, wie es denn so wird. Ich bin ehrlich gesagt so ein bisschen angespannt, denn ich glaube, es wird ziemlich hart. Immerhin haben wir einen relativ großen Vorsprung, ist falsch. Wir haben einen kleinen Vorsprung. Wie ihr seht, können wir auch alle aus dem Gefährt halt die Spezialwürfel benutzen. Also die sind nicht an irgendwelche Spieler gebunden, weil wir halt, wie schon gesagt, im Team spielen. Aber jetzt erst einmal würfelt Bowser seine 4 Würfel. Die werden natürlich addiert und es reicht leider nicht. Papa, mit so einem Wurf holst du sie nie ein. Du darfst einmal neu würfeln. Das ist das, der Vorteil, wenn man halt Bowser ist, man kann einfach den Wurf wiederholen und wenn man dann genug hat, dann reicht es natürlich auch aus, um die Gegner einzuholen. Wie gesagt, das könnte jetzt theoretisch jemand als Bowser spielen auf dem Wii U Gamepad, aber da das keiner übernimmt, ist auf dem Wii U Gamepad eigentlich gar nichts zu sehen. So, erstmal das Bowser-Schikanenrad. Gut. Das sieht sehr interessant aus. Ich kenne alle Minispiele, da ich die Bowser-Party bereits ein paar Mal gespielt habe und es gibt nicht so sonderlich viele Minispiele, muss man mal sagen. Hier geht es einfach darum, dass wir schütteln, dadurch rennen wir. Und wir dürfen bloß nicht in diese Elektro-Dinger da reingeraten. Bowser kann halt bestimmen, wie schnell er das Ding drehen will und wann er es anhalten will und wir müssen halt dementsprechend agieren. Oh, Alter, hat er den viel abgezogen. Luigi hat ganze 3 Herzen verloren. Ich habe mich relativ wacker gehalten, aber das ist halt das Problem als menschlicher Spieler, dass man kann so gut sein, wie man will. Wenn die anderen Mitspieler schlecht sind, dann hat man mehr oder weniger die Arschkarte gezogen. So, ich würfel einfach mit dem normalen Würfel. Aber so wäre ich mich... Oh, tatsächlich eine 6. Okay. Jetzt können wir uns erstmal entscheiden, wo wir lang wollen. Wo landen wir denn hier? Hier landen wir hier. Wir wollen lieber einen Spezialwürfel, oder? Ja, ein Spezialwürfel ist gut.
Spezialwürfel, den wollen wir. Und vielleicht bekommen wir sogar einen guten. Komm. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ah gut, was soll's. Wie gesagt, man kann so gut sein, wie man will. Am Ende, wenn alle Mitspieler sterben, hat man halt verloren. Okay, das war gar nicht mal so unklug, denn wir sind sowieso bald bei der Mittellinie und so hat er sicher eine 3 und riskiert es nicht, eine 1 oder eine 2 zu bekommen. So, wir sind mehr oder weniger beim ersten Mini-Boss-Kampf, sage ich mal. Wir müssen einfach... Oh, sehr gut, eine 6 würfeln, um ihn zu besiegen. Wenn Luigi es theoretisch nicht geschafft hätte, müsste Toadette nochmal würfeln. Und wenn sie es nicht geschafft hätte, müsste Rosalina nochmal würfeln. Aber wir haben es geschafft und der Toadie-Boy ist befreit. Yay! Danke, dass du mich gerettet hast. Hier sind ein paar Herzen als Belohnung. Ich habe es, glaube ich, gar nicht gesagt. Wenn man alle Herzen verliert, ist man mehr oder weniger aus dem Rennen ausgeschieden. Ab hier solltest du dein Augenmerk auf den Superstern im Ziel legen. Geht klar, Toady Boy. Und wenn man alle Herzen verliert, ist man aus dem Spiel, wie gesagt, ausgeschieden. Das heißt nicht, dass man gar nicht mehr mitspielen kann, aber man sitzt nicht mehr im Wagen drin und würfelt, sondern man ist dann am Start mehr oder weniger und kann noch für die Mitspieler ein paar Spezialwürfel erwürfeln oder was weiß ich, kenne das richtige Verb dafür nicht. Ja, hier bei diesem Roulette-Ding, ne, nicht Roulette, bei diesem, wie heißt es, Slot-Machine, da holen. Ihr versteht schon, was ich meine. Vielleicht werden wir es auch noch zu Gesicht bekommen, denn, ja, Rosalina und Dingensbummens und Luigi haben 6 Herzen. Ist jetzt nicht mega wenig, aber ist definitiv auch nicht viel und wir werden erstmal hier zurückgeschossen. Das heißt, 15 muss Bowser würfeln und das ist nicht sonderlich schwer, sagen wir es mal so. Aber schauen wir mal, wie Bowser sich schlägt, was er so würfelt. Hoffentlich haben wir Glück und er... Nee, das sieht mir... Nee, das... 22! 22! Er hat 4 Würfel. Das Maximum sind wie viel? 4 mal 6? Ja, wie viel? Genau. 24. Und er hatte 22. Also 2 weniger als das Maximum. Von dem her... Gut. Wie gesagt, als ich mit den Computerspielen gespielt habe, kam es eigentlich mehr oder weniger immer dazu, dass Bowser uns eingeholt hat. Als ich mit menschlichen Mitspielern gespielt habe, ging das Spiel auch relativ schnell vorbei. Also da haben wir es relativ schnell ans Ziel geschafft. Also ihr seht, dieser Bowser-Party-Modus kann sehr schnell vorbei sein, aber kann sich auch etwas in die Länge ziehen. So, jetzt müssen wir einfach dem Hammer ausweichen. Uns am besten nicht treffen lassen. Eigentlich ist es am ratsamsten, dass man sich selbst in die Schussbahn stellt. Dann, oh, irgendwie ist es ein bisschen hakelig. Das ist ein bisschen hakelig mit dem... Okay, jetzt geht's. Aber gerade vorhin... Nee, jetzt ist wieder hakelig. Ey, lass doch nicht so oft treffen. Nein, jetzt aber Luigi. Ja, Rosalina, was sollte das? Hier kann man sich auch, wie ihr seht, relativ gut im Weg stehen. Habe ich eindrucksvoll gespürt. Da habe ich sehr viel Druck verspürt bei dem Schlag, muss ich sagen. Aber gut, wir haben noch relativ viele Herzen. Jetzt wäre es eigentlich ganz gut. Bowser ist wütend. Wieso ist er denn wütend? Gut, jetzt wäre es eigentlich ganz gut, wenn wir ein bisschen... Oh Gott. Eine 6 wäre nicht mal gut. Wir müssen eine 5 würfeln. Aber ich habe kein Würfelglück. Ich habe keine 2. Wow. Moment. Es gibt gleich nochmal ein Das gibt's doch nicht. Ich dachte, wir landen da einfach so ohne... Ey, das ist ja mega unfair. Das ist ja mega unfair hier. Das gibt's nicht. Gut, das ist relativ einfach. Wir müssen die Kugelwillis ausweichen. Bowser ist in seinem coolen Zug und kann die Slot-Maschine da bedienen. Und je nachdem, welches Bild angezeigt wird, der Spiel wird halt angegriffen. Und wenn dreimal das gleiche Bild angezeigt wird, dann wird der eine Spieler mit extrem vielen Kugelwillis angegriffen. Das seht ihr jetzt nämlich bei Rosalina. Und auf dem Weg dahin können natürlich auch andere Spieler getroffen werden. Verdammt, Rosalina ist schon aus dem Spiel raus. Nee, bitte nicht alle auf Toadette. Okay, schön aus. Alter Toadette, was ist los mit dir? Ey, verdammte... Ach Gott. Also wir können, wie gesagt, so gut sein, wie wir wollen. Wenn die Gegner halt relativ schlecht... Beziehungsweise wenn die Mitspieler schlecht sind, dann können wir auch nichts unternehmen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir es diesmal nicht mal bis zum Ziel schaffen. Denn es sind schon 2 Mitspieler draußen und nur noch Luigi kann würfeln. Ey, das sieht richtig beschissen aus. Alter, sieht das beschissen aus. Oh Gott. Kommt wenigstens etwas Gutes, eine 5. Okay, war ganz okay.
Ich hoffe mal, dass Luigi den nächsten Zug bzw. das nächste Minispiel überlebt, weil Bowser wird uns zu 1 Milliarde % einholen. Anders kann es gar nicht sein. Und dann müssen wir vielleicht irgendwie hoffen. Ihr seht jetzt, Toadette und Rosalina haben halt keine Herzen mehr und sind hier am Anfang. Und dort können sie halt für uns ein paar Spezialwürfel rausbekommen, ja. Und die sind gar nicht mal so gut, die Toadette bekommen hat. Da bekommen wir jetzt wenigstens einen langsamen Würfel, das wäre ganz gut. Bitte, bitte, bitte. Ja, okay, der ist auf jeden Fall deutlich besser als die, die wir bis jetzt hatten. Aber Superwürfel ist das jetzt auch nicht. Aber gut. Wir müssen uns damit zufrieden geben und Bowser muss halt 5 würfeln. Das heißt, theoretisch, selbst wenn er mit jedem Würfel nur eine 1 würfeln würde, könnte er dann nochmal würfeln, weil er kann sich ja sagen, ey, die Würfel gefallen mir nicht, ich will nochmal würfeln. Und dann könnte er theoretisch, ja, nochmal würfeln und dann ist es relativ klein, die Wahrscheinlichkeit, dass er da nochmal 4-mal eine 1 würfelt, weil das ziemlich unwahrscheinlich ist. Ihr könnt jetzt auch ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, aber ich glaube, ihr wisst selbst, dass das relativ unwahrscheinlich ist. Hier müssen wir einfach abwechselnd A und 2 drücken und darauf hoffen, dass Bowser uns nicht einholt, aber ihr seht, er ist relativ fix, der Alte. Er ist mega fix. Luigi, komm hoch. Komm hoch. Das gibt's nicht. In der letzten Sekunde wurde Luigi noch bis. Alter, das Spiel. Es gibt noch ein Minispiel mit Bowser. Das ist mega unfair. Das hier ist schon mega unfair. Aber es gibt noch unfairere. So, Ich muss eigentlich probieren, irgendwo auf dem Feld zu landen mit Herzen. Da hinten. Da hinten sind Herzen. Und ich könnte theoretisch, wenn ich Glück habe. Ja, eine 6 ist gut. Könnte ich hier nochmal Herzen bekommen und die Mitspieler zurückholen? Bitte, bitte. Nein! Nein! Verdammte Axt! Aber könnte es eventuell sein, bekommen wir hier nochmal Herzen? Nur noch ein kleines Stück bis zum Ziel. Viel Glück! Ich bekomme keine Herzen. Aber hier bekomme ich Herzen. Das heißt, ich bekomme die Mitspieler zurück, oder? Das würde aber auch bedeuten, dass sie nochmal würfeln dürfen. Aber wir haben noch nicht verloren, Leute. Wir haben noch nichts verloren. Wie ihr seht, könnt ihr auch die Mitspieler wieder zurückgewinnen. Das sollte eigentlich selbsterklärend sein. Also nein, ist nicht selbsterklärend, aber es ist halt so. Und jetzt bitte, benutzt nicht die kleinen Würfel. Nein! Er will natürlich Herzen bekommen, aber wir müssen so weit wie möglich von Bowser weg. Ihr Vollidioten. Luigi! Ich bin halt der einzig wahre Luigi. Der war Luigi, ja. Und das andere ist nur ein billiger Klon. Aber gut, komm, wir haben wieder eine Chance. Wir haben wieder eine Chance, wenn Toadette... eine 4 würfelt. Wieso? Wieso würfelt jeder mit diesem langsamen Würfel? Wisst ihr, man kann höchstens 3 würfeln. Klar, es ist relativ sicher, dass man auf einem sicheren Feld landet. Aber die Wahrscheinlichkeit... Ja, wow, du hast einen super langsamen Würfel bekommen. Alter, das regt mich jetzt gerade auf. Eben, das ist halt das Problem, wenn man mit Computer mitspielen spielt, weil... Der wirft eine 1, ja. Oh. Und das nervt gerade echt ein bisschen, muss ich sagen. Weil ich hab mir mehr oder weniger noch eine Chance erarbeitet, dass wir gewinnen. Und die versauen mehr oder weniger alles. Klar, jetzt haben sie wieder ein paar Herzen mehr. Aber Bowser wird uns jetzt wieder einholen. Und ja, dann sind wir wieder Geschichte. 15, wow. Ja, mach halt einfach alles kaputt, Bowser. Kein Problem. YOLO-mäßig ist er unterwegs. Die Schildkröte. Der Schildkröterich, tut mir leid. Der ist natürlich auch männlich. So, was jetzt? Genau die. Was heißt genau die? Genau dieses Minispiel ist mega, mega schwierig zu berechnen. Weil man muss anhand des Schattens berechnen, wo der Bowser landen wird. Und das ist echt überhaupt nicht einfach. Weil, er hat am Ende die Wahl, wo er landen will und wir können dann nicht mehr schnell genug reagieren. Das ist halt das Problem. So, ich bleib einfach mal hier. Ich bleib hier. Nein, seht ihr? Ich habe noch rechtzeitig nach links gedrückt, aber ab einer gewissen Zeit kann man halt nicht mehr drücken, weil, ja, dann ist es einfach zu spät. So, ich gehe mal nach links. Sehr gut. Nur Toadette wurde getroffen. Das ist nicht weiter schlimm, das ist nicht weiter schlimm. Das heißt, theoretisch überleben wir jetzt, alle, weil er kann uns ja nur höchstens 2... Okay, er kann uns wie gesagt nur 2 Herzen abziehen mit dem letzten Sprung. Aber das ist echt ein richtig, richtig mieses Minispiel. Da habe ich teilweise auch schon 6 Herzen einfach verloren, weil er mich 3-mal getroffen hat. Aber gut,
Wir haben es relativ gut überstanden. Alle sind noch am Leben. Das ist gut. Solange sie jetzt keine langsamen Würfel benutzen, die nur von 1 bis 3 gehen. Bowser ist noch immer wütend. Kann mir relativ egal sein. So. Okay. Nee, ich benutze den. Wir haben gar keinen langsamen Würfel. Von dem her. Auf geht's. Eine 6. Alter, ich werde das noch schaffen. Eigentlich ist es ein Teamspiel, aber irgendwie mache ich jetzt momentan alles alleine. Ja, Bowser Jr. fällt, konnte man jetzt nicht vermeiden. Aber das Ding ist, wir sind relativ nah am Ziel dran. Das heißt, ich hatte Angst, dass alle auf ein Herz reduziert werden. Bowser Jr. Revolution, das heißt, er wird jetzt einfach... Zeit für eine Bowser Jr. Revolution. Zuerst sammle ich mal die Hälfte der Herzen aller Spieler ein. Jetzt halte sie auf. Also insgesamt 21, dann teile ich die Anzahl mal gleichmäßig auf. Ja, finde ich jetzt nicht megamäßig schlimm. Ich verliere zwar ein paar Herzen, aber ist mir egal. Ich habe jedem 5 Herzen gegeben und ich schnappe mir alle übrigen Herzen. Das ist genau 1. Also ist jetzt nicht megamäßig schlimm. Wenn wir auf ein Herz reduziert worden wären, das wäre schlimm gewesen. So, komm jetzt bitte eine 6. Nein, eine 3. Nochmal eine Bowser Jr. Fällt. Okay. Gut, aber das Ding ist, wir sind relativ nah am Ziel dran. Solange wir keine 1 würfeln, ist eigentlich alles gut. Und solange er uns nicht auf ein Herz reduziert. Kaum habe ich es gesagt. Kaum habe ich es gesagt, Leute. Oh, das ist ein Witz. Das ist ein Witz. Ah, nur Luigi. Okay. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte, wir wären alle auf ein Herz reduziert. Gut, das heißt, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ja, wir schaffen es ins Ziel und jetzt müssen wir nur noch den Superstern finden. Hol dir den Superstern. Geht klar. Den Superstern gebe ich nicht so einfach auf. So, er versteckt ihn jetzt erstmal und wir müssen wählen. Versuche zu erraten, wer den Superstern hat. Oh, das muss ich sogar machen. Okay. War Luigi, wen soll Toadette auswählen? Ich würde eigentlich Knochentrocken wählen, da... Ich eigentlich denke, dass er da ist, aber beim letzten Mal, als ich es gespielt habe, war es schon beim Knochen trocken. Deswegen wähle ich die goldene Mitte. Bowser Jr., du hast den Superstern. Komm schon. Bitte. Nein! War es der Knochen trocken? Nee, okay. Es war der, wie heißt er nochmal? Abschlagbruder? Nee, irgendwas Bruder heißt er. Wieso wären wir so weit zurückgeschleudert? Ich dachte, wir wären auf unser Hauptfeld zurückgeschleudert. Das ist ein bisschen böse. Oh, komm bitte. Schaff eine 6 oder so. Eine 4, das reicht. Das heißt, wir haben nochmal eine Chance. Jetzt haben wir die Chance halt nochmal. Du wirst nie erraten, wer den Superstern hat. So, War Luigi, wen soll Rosalina wählen? Okay. Knochentrocken. Ich glaube nicht, dass das Spiel das zweimal beim gleichen versteckt. Nee. Komm, du hast den Superstern. Verdammte Axt, tatsächlich ist das Spiel so raffiniert. Oh Gott, das war echt blöd. Ja gut, werden wir nochmal zurückgeschleudert. Aber das ist halt eine reine Glückssache, man kann das ja nicht wissen. So, mal schauen, ob uns 7 Felder holt Lok rein. Und Luigi ist mehr oder weniger dem Untergang geweiht. Welches Minispiel können wir denn noch ganz gut? Hoffentlich wieder dieses mit dem Hamsterrad, weil das könnten wir eigentlich ganz gut überleben. Und wenn wir das nächste Mal am Ziel ankommen, haben wir mehr oder weniger gewonnen. Das heißt, ich muss... Okay, Bowser Roulette Rage, das ist eigentlich auch ganz okay. Das könnten wir auch überleben. Er spielt einfach mit uns mehr oder weniger russisch Roulette. Halt in einer etwas anderen Form. Also es ist Roulette und wenn wir auf diesen bösen Feldern am Ende sind, dann wird uns Leben abgezogen. Und das wollen wir natürlich nicht. So, bleiben die... Okay. Die Felder werden natürlich noch angepasst. So, oder? Die Felder werden angepasst, die bösen Felder. Schauen wir mal. Ja, okay, die werden angepasst. So, jetzt müssen wir einfach darauf achten, dass wir halt an so einem richtigen Feld landen. Also an... Er kann... Oh, das war knapp. Sehr gut. Alle sind ausgewichen. Am besten wäre es eigentlich, genau, so in der Mitte hier zu sein. In der Mitte zwischen zwei Feldern zu sein. Komm, ich bin hier. Und dann dreh du mal. Ne, Moment, hier sind mir zu viele Mitspieler. Ich bin hier. So, komm. Luigi, du Vollidiot. Du hättest einen Schritt nach links gehen müssen. Aber gut, das ist gut. Also, was heißt das gut? Das ist nicht gut, dass er besiegt wurde.
Aber es ist gut, dass wir eigentlich überleben werden, weil wie viel hat das jetzt abgezogen? Ich glaube nur eins. Ich glaube nur eins zieht das ab, von dem her können wir das eigentlich... Nein, oh, das war voll knapp. Das war voll knapp. Die anderen Mitspieler sind wenigstens gut und weichen schön aus. Das heißt, wir müssen mehr oder weniger nur noch einmal ans Ziel kommen und dann haben wir die Bowser-Party gewonnen. Das erste Mal hätte ich dann gewonnen mit Computergegnern. Wie gesagt, ich habe es jetzt bislang nur gewonnen mit menschlichen Mitspielern. Das wäre für mich eine Premiere. Und das im Let's Play. Komm schon, ich hab's in meiner Hand. Bitte, 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 bitte. Nein, wir landen auf dem schlechtesten Feld. Denn wir gehen jetzt 4 Wälder zurück und kämpfen nochmal gegen Bowser. Verdammte Scheiße. Es könnte sein, dass wir jetzt trotzdem nochmal verlieren. Okay, obwohl das geht eigentlich noch. Das geht eigentlich noch. Obwohl es könnte... Wir müssen halt einfach den Feuersäulen da ausweichen und er kann diese Feuersäulen so lenken, wie er will. Okay, das wird nochmal spannend. Ich war mir eigentlich relativ siegessicher, nachdem wir alle dieses Roulette so gut überlebt haben. Jetzt bin ich selbst so doof. Komm. Es wäre am besten, wenn alle überleben, natürlich. Komm, rüber da. Spring doch. Okay. Wow. Okay. Ich habe mich nur einmal treffen lassen. Das ist ganz gut. Ich bin zu gut. Lass doch nicht so oft treffen. Sehr gut. Alle haben überlebt. Das heißt, wir haben noch immer die Chance zu gewinnen. Luigi bekommt jetzt einen Superwürfel. Oder? Also so einen Spezialwürfel. Und theoretisch könnten wir es dann tatsächlich ins Ziel schaffen, wenn wir nicht nochmal auf so einem Scheißfeld landen. Komm, Luigi. Einen langsamen Würfel. Hol einen langsamen Würfel für uns raus. Sehr gut, Luigi. Okay, wir haben gewonnen. Weil Toadette, wer auch immer dran ist, muss jetzt eigentlich nur den langsamen Würfel benutzen. Wir sind im Ziel und müssen dann auswählen zwischen Vorschlaghammerbruder und Vorschlaghammerbruder. Und wen wählen wir wohl? Natürlich den Vorschlaghammerbruder. So. Oh, Gott sei Dank. Oder kommt jetzt nochmal ein Gegner dazu? Ich glaube eher weniger. Nee. Bam! Tschüss, Vorschlaghammerbruder. Bye, bye. Puh. Doch nochmal Glück im Unglück, im Glück im Unglück gehabt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wir haben das Ziel erreicht. Wir haben die Bowser-Party gewonnen. Yeah! Glückwunsch! Sehr, sehr, sehr schön. Jupp. Puh, das war echt eine relativ spannende Sache, muss ich sagen. Armer Bowser. Armer kleiner Bowser, aber was soll's. 54 Punkte bekommen wir nochmal auf unser Konto gut geschrieben. Hier sehen wir nochmal die Grafik. Ihr seht, ich war natürlich immer am besten, aber ja, das andere sind halt Computermitspieler. So, das war die Bowser Party, beziehungsweise das erste Spielbrett auf der Bowser Party. Im nächsten Part geht's mit dem nächsten Spielbrett weiter. Wir machen, glaube ich, diesmal ein Part, ein Spielbrett, weil so lang sind die Parts nicht. Ich hoffe, der Modus hat euch gefallen, beziehungsweise der Part. Gebt mir doch ein bisschen Feedback ab und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dahin, schönen Tag noch, alles Gute und tschüss.